So, Niklas hier von PPF und in diesem Video wollen wir über drei ganz klassische Anfängerfehler sprechen, die wahrscheinlich die allermeisten von euch immer noch tun oder zumindest mal in der Vergangenheit getan haben. Und ich will dir kurz erklären, wie du die ja, in Zukunft abstellen kannst, warum man diese Fehler überhaupt begeht, dass man das nachvollziehen kann im Kopf. Weil die Fehler sind irgendwo verständlich, aber trotzdem sollte man sie abstellen. Hier stehen sie dran, wie gesagt, drei Stück sind es in der Zahl, aber wir fangen an mit dem ersten. Hier geht es darum, dass die allermeisten kein wirkliches Grundlagentraining machen, sondern sie machen eigentlich immer den zweiten Schritt vor dem ersten. Das hängt dann an, dass sie mit Plattenträgern laufen gehen, mit diesen komischen Atemmasken laufen gehen, irgendwelche übelst wilden Trainingsmethoden machen, die halt aber für ihr Leistungsniveau überhaupt keinen Nutzen haben. Ne? Weil jetzt mit dieser Atemmaske zum Beispiel, ja, die macht vielleicht in gewissen Situationen, ne, macht das Ganze Sinn, aber es bringt dir halt nichts, wenn du überhaupt erst gar keine Grundfitness hast. Ne? Du solltest dafür auf jeden Fall erstmal versuchen, eine gewisse Grundlagenausdauer aufzubauen, ne, vernünftig laufen zu gehen, mal die 5 Kilometer in unter 22 Minuten laufen zu können. Und wenn du das halt kannst, ne, und dann halt irgendwann so eine Grenze da ist, dass du irgendwie so ein Plateau hast, wo du halt nicht durchkommst, dann kannst du anfangen mit irgendwelchen spezielleren Sachen. Ne. Aber grundsätzlich gilt immer die Regel, allgemeines Training vor spezifischem Training. Ne. Also immer erst die Grundlage trainieren. Was machen auch Profisportler? Auch Profisportler trainieren extrem viel Grundlage und weniger spezifisches Training. Ne. Dementsprechend mach nicht diesen ersten Schritt, mach nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Ne. Guck erstmal, dass du das Fundament vernünftig legst. Und wenn du das Fundament vernünftig hast, dann kannst du mit so welchen spezifischen Sachen anfangen. Aber es bringt halt, wie gesagt, nichts, irgendwelche extrem wilden Sachen zu machen oder nicht mal die Basics zu beherrschen. Das gilt im Endeffekt für alles. Das gilt auch im Beruf, aber halt auch im Sport und bei allen Sachen halt. Ne? Dann Punkt 2, hat weniger zu tun mit dem Training an sich, mehr zu tun mit deinem Mindset, mit deiner Geduld. Die meisten haben halt keine Geduld. Die meisten wollen natürlich verständlicherweise schnelle Ergebnisse haben, die wollen direkt nach ein paar Wochen sehen, dass da die Ausdauer besser wird, dass Muskelmasse nach 3 Wochen gefühlt 2 Kilo mehr ist, aber so funktioniert es halt nicht. Und das Problem ist halt, und das sehen wir übelst oft, dass Leute ein gewisses Trainingssystem machen für 3, 4, 5, 6 Wochen oder auch vielleicht für 2 Monate, aber dann sehen sie irgendwann so, okay, das mache ich jetzt für ein paar Wochen und irgendwie passiert da nicht viel, ich sehe nichts. Das funktioniert nicht, dann mache ich halt irgendwas anderes, weil das ist dann vielleicht besser. Sie sehen dann irgendwo auf YouTube bei ihren Trainingspartnern, der macht da irgendwas anderes, irgendwas Neues, was ja viel, viel besser ist, was der Fitness-YouTuber XYZ empfohlen hat. Und geben dann quasi dem System, was sie gerade ja machen, gar nicht mal die Zeit zu wirken, weil ihr müsst halt mal verstehen, dass so welche Anpassungen im Körper halt nicht innerhalb von 3, 4 Tagen passieren. Wenn du jetzt ein neues System machst, dann musst du dem Ganzen wirklich Zeit geben, um zu wirken, dass der Körper darauf reagieren kann, dass da Prozesse angestoßen werden. Und das braucht halt unter gewissen Umständen halt auch mal 5, 6, 7, 8 Wochen. Aber wenn dann der Körper sich mal komplett darauf eingestellt hat, du das Training auch wirklich so machst, wie es halt geplant ist, dann werden die Erfolge kommen. Aber leider haben halt die wenigsten Leute dafür Geduld, einfach mal ein halbes Jahr lang oder vielleicht sogar mal ein Jahr wirklich stumpf ein System einfach mal zu machen. Ne? Nicht gucken, was links ist, nicht gucken, was rechts ist. Einfach mal vertrauen, dem Prozess vertrauen, dem System vertrauen, deinem Trainer vertrauen. Haben halt die allerwenigsten Bock drauf. Die meisten wollen möglichst schnell Erfolge haben und haben halt keine Geduld. Diese Zeit, die man halt einfach braucht. Ne? Das ist halt klar. Erfolge brauchen Zeit, egal wo, im persönlichen, im Beruf, aber auch hier im Sport. Dementsprechend Geduld haben. Und einfach mal machen, einfach mal gucken, was passiert und halt nicht irgendwie ablenken lassen oder dir irgendwas reinreden lassen oder so, macht wenig Sinn. Punkt Nummer 3 ist das Thema Ernährung. Haben wir auch hier schon so oft angesprochen, aber wir sprechen es jetzt nochmal wieder an. Wenn die Ernährung nicht passt, dann wirst du im Sport keine Fortschritte haben. Es ist halt so, dein Training kann top sein, es kann wirklich perfekt durchgeplant sein, du machst jede Einheit perfekt,
erholst dich genug, also genug Regeneration und. Wenn dein Körper aber einfach nicht durch die Ernährung die Bausteine bekommt, die er halt braucht, ja, und diese ganzen Reize, die man bekommt im Training, auch umzusetzen, dann wirst du halt keinen Fortschritt machen, weil wenn dein Körper halt, ne, er braucht Kalorien, zum Beispiel um Muskulatur aufzubauen, braucht Kalorien. Wenn er die Kalorien nicht bekommt, dann wird er halt nicht aufbauen können. Es geht rein physisch halt nicht. Ne? Dementsprechend, viele verkacken es halt da, viele setzen den Fokus komplett auf Ernährung, komplett auf Training, ne, weil das ist auch irgendwo einfacher, denkt man zumindest auf den ersten Schritt, einfacher zu beeinflussen und vernachlässigen halt vollkommen das Thema Ernährung. Und dann ist das noch so eine nette Nebenbeobachtung von dem Ganzen. Sie versuchen dann mit Supplements, also mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Proteinpulver, mit irgendwelchen Vitamintabletten und so, versuchen sie das Ganze dann auszugleichen und drehen sich dann ein. Ja, aber okay, aber ich trinke hier meine 3 Proteinshakes pro Tag und das wird ja schon funktionieren. So, Punkt A, dafür sind Supplements halt nicht gedacht, weil, habe ich auch ein Video zu gemacht, jetzt nochmal ganz kurz, um das mal zu begreifen, weil man muss es doch wirklich bei manchen extrem häufig erklären. Was sind Supplements, was sind Nahrungsergänzungsmittel? Der Name sagt es da eigentlich schon. Sie sollen die Nahrung, wie halt, ne, Essen, richtiges Essen, Lebensmittel, ergänzen. Ergänzen. Und das heißt nicht, dass dein Hauptproteinanteil durch Ergänzungsmittel gedeckt wird. Das ist ja halt, das ist ja wahnsinnig. Und halt nicht der Sinn und Zweck dahinter. Ne? Dementsprechend, wenn deine Ernährung gut ist, dann kannst du noch um das letzten 10%, die zur Perfektion, wenn du so willst, für fehlen, kannst du dann mit Supplements schließen. Aber Supplements sollten niemals die Grundlage sein für deine Ernährung. Das gleiche gilt zum Beispiel auch, anderes Thema hatten wir gestern Abend noch im Live-Call. Jemand wollte oder konnte nicht Gemüse essen, ist nicht so viel. Weil der war jetzt im Einsatz und so und da kommt das irgendwie mal kalt, aber irgendwie immer eklig gewesen. Da meinte er halt so, ja okay, wenn ich halt dann nicht so viel Gemüse essen kann, dann esse ich halt, dann supplementiere ich halt mehr Vitamintabletten. Weil da habe ich ja, ne, dasselbe ja so, ist ja ein guter Trade so, habe ich ja Vitamine und so, weil Gemüse bringen ja auch Vitamine und ja, ist alles cool. Ist aber halt nicht so, weil was ist in Gemüse noch drin, außer Vitamine? Natürlich Ballaststoffe, die für die Ernährung wichtig sind, die für die Verdauung wichtig sind. Und wenn die halt auch nicht gut abläuft, auch ein Problem. B, sekundäre Pflanzenstoffe wirst du auch nicht durch diese Vitamintabletten bekommen. Wir sind einfach nicht drin, genau wie Ballaststoffe. Und C, Mineralien sind halt auch nicht drin. Ja, dementsprechend bringt es dann halt nicht zu sagen, ich esse einfach jetzt kein Gemüse, weil ich mag es halt nicht und ich esse stattdessen halt einfach mehr Vitamintabletten, weil es ist ja dasselbe bei Gemüse, Vitamine und so. Ja, so einfach ist es dann halt leider doch nicht, was das Thema Ernährung angeht. Dementsprechend versuch wirklich da eine gute Ernährung hinzubekommen, ne? Sportlich angepasst, ausgewogen. Na, im Grunde weiß auch jeder Mensch eigentlich so aus Bauchgefühl schon heraus, was vernünftige Ernährung ist. Die meisten sind halt leider einfach zu faul dafür, das umzusetzen. Reden sich ein, dass sie keine Zeit haben, weil es auch Schwachsinn ist. Und ja, lassen so einfach halt extrem viel Potenzial liegen und wundern sich dann halt, ne, dass das Training nicht funktioniert. Dann haben sie wieder keine Geduld, weil sie denken, dass es irgendwie am Training liegt. Und dann fangen sie wieder an, irgendwelche total wilden Sachen zu machen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Und das ist dann so ein Teufelskreis. Und dann, naja, hast du keine Fortschritte. Und irgendwann sagst du dann halt so: Ja, nee, keine Ahnung, ich bin halt jetzt wieder Sportler und das funktioniert halt für mich nicht. Ja, und was kann man dazu noch sagen? Deswegen, hier die 3 Sachen, merken, ausschreiben, schreib dir die irgendwo auf und guck einfach, dass du diesen Bullshit nicht machst, dass du vernünftiges Training machst, vernünftige Ernährung hast und einfach dem Ganzen halt die Zeit gibst, ne, die Geduld gibst, die es dauert. Erwarte nicht, dass irgendwie nach 3-4 Wochen schon irgendwas passiert. Ne? Mach einfach mal ein halbes Jahr lang, mach einfach mal vielleicht sogar ein Jahr lang einfach ein System, ne, irgendwie ein erprobtes System, es gibt genug dafür im Internet oder du fragst uns. Und ja, genau. Wenn du Bock hast, dass wir es zusammen machen, ne, dass quasi dieser ganze Prozess von jemandem überwacht wird, der davon auch Ahnung hat, ne, der halt genau weiß, was diese Fehler sind, welche Fehler es noch gibt. Und wenn du darauf Bock hast, dann gerne mal bei uns vorbeischauen, auf unserer Webseite. Lass uns Gespräch vereinbaren, dann gucken wir, was wir für dich tun können. Alles klar, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Hau rein!